Bonjour, bonjour, Annabelle heute wieder. Hüfte in Bauchlage, in Vierfüßler und ein paar Übungen beim Stehen. Guten Tag. Erstmal machen wir die Beine ein Tick auseinander mit den Füßen in die V-Position. Und Kopf, Schulter schön abrollen. Ausatmen. Und aktiv rund, wieder hoch. Und Kopf, Schulter, Brustkorb, ausatmen. Wer kann, möchte, kann auch anatmen, die Knie beugen. Langsam wieder hoch, Knie strecken und langsam abrollen. Da sind die Pobacke schön zusammen und eine Wirbel nacheinander, Schulter, Schultern bleibt. Diese Übung machen wir sehr oft in Parallel. Heute, dass ich weiter arbeite in die Hüfte, schlage ich diese vor. Anatmen, Knie beugen, dann Knie strecken, Po zusammen, Bauchnabel zu Wirbelsäule, Schulter, Schulterblatt. Dieses Mal bleiben wir unten. Beide Hände übereinander oder gekreuzt hinter dem Kopf. Rechte Ellbogen will zum linken Knie. Rotation von Brustkorb. Es entspannt den Oberrücken, den Nacken. Wer viel Homeoffice machen muss, kann sich schön entspannen. Mache ich viermal und zeige noch viermal, falls die Dehnung so schlimm ist, leicht beugen und immer wieder versuchen, nach außen zu gehen. Es massiert schön den Oberrücken, entspannt den Nacken, dehnt die Beine. Und Arme frei, Kopf und langsam wieder hoch. Wir beugen jetzt die Knie. Wir sind in Sumo. Kleine Reise nach Japan jetzt. Und Becken, Boden, Neutralposition in dem Becken und wir wippen leicht rechts und links. Es zieht gut. Immer aufpassen, dass das Knie über die Zehe nicht nach innen oder nach außen mit Hochkreuz. Schön gerade, die Tiefe, wie es geht. Manchmal ist es so unangenehm, hier bleiben, sich euch leicht stützen. Und Beine ein Tick lockern. Und noch einmal in die Position, dass ich euch zeige, viele Übungen sind möglich, leicht wie schwer. Wir haben die leichte hier. Beckenboden, Bauchnabel zu Wirbelsäule und Rotation von Brustkorb. Da bewegt sich nicht. Die Schwerkraft kann langsam uns noch tiefer bringen. Wenn es nicht geht, ist nicht schlimm. Achtmal, ich zeige vier. Nächste schwere. Kann man ausatmen, Rotation, anatmen und Armen V, Ferse hoch und wieder runter. Ausatmen, Rotation, anatmen gerade und Ferse schön, schön hoch, Bauch fest und wieder runter. Jetzt zeige ich rechts und links, ohne zu fallen. Und
sehr schwer, wenn die zweite Übung nicht möglich ist oder unangenehm, bitte nicht tun. Ja, erste Übung reicht auch. Und entspannen kurz. Immer wieder mit unserer schönen Abrollen, Knie beugen. Noch zweimal, diese Übung kennt ihr gut. Und atmen, Knie beugen und schön langsam rund, aktiv den Bauch, Knie beugen sich, abrollen. Und auf der Rückenlage, Ferse, Knie zusammen. Wer möchte in Parallel, Parallelität ohne Ball, Knopapierrolle, der ist weit weg. Wir stellen uns vor, er ist da. Ich mache aber jetzt in Ferse und Knie zusammen. Ja? Charlie Chaplin und zusammen. Nur, dass wir die Wirbelsäule schön abrollen. Jetzt zwei Übungen kombiniert. Becken kippt, schön abrollen. Anatmen und Kopf, Arm. Ich glaube, ich hatte die Schultern einen Tick zu hoch. Schön drauf achten. Jawohl, Schulter tief. Diese Übung ist einfach. Wir können ein Tick schwieriger. Beide Beine lang, Ferse verankert am Boden. Und das ist mehr für Fortgeschrittene. Abrollen. Lange Arm, Bauch, Becken fest und am Kopf. Schön rund, schön lang, tief wie es geht. Anatmen, Schulter tief falls und abrollen. Alle Übungen können wir achtmal machen. Und er ist, wie gesagt, mehr für Fortgeschrittene. Bitte die erste mit den Kniebeugen machen. Falls ihr merkt, bei dieser Übung schiebt sich alles und sie können nicht alles kontrollieren. Super wichtig. Es war nur zweimal, ich möchte aber weiter zeigen ein paar Übungen. Sie dürfen schön wiederholen, auf Pause wiederholen und dann wieder auf Play und weiter. Beide Beine auseinander, lange Rücken, Ferse verankert. Falls ihr merkt, die Hüfte im Rücken, es ist so und es sitzt so sehr. Leicht beugen die Knie, Ferse verankert, lange Rücken. Das ist sehr wichtig. So, für mich ist leichter hier. Beide Hände übereinander mit einem Widerstand. Untere Bein drückt dem obere, obere drückt die untere. Aktiviere die Ferse am Boden und lange Rücken. Und ausatmen, Rotation. Kleine Finger bis zum kleinen Zeh. Zwei Ausatmung. Anatmung wieder gerade. Auch nur viermal gezeigt, dass ich weiter euch schöne Übungen zeige. Wir gehen heute direkt auf den Bauchlage.
Ich wollte viel für den Oberrücken jetzt und weiter für die Hüfte. Wir sind ein Pfeil. Beide Hände an die Oberschenkel. Beine aktiv. Schön lang, immer noch verankert am Boden. Ferse zusammen, Pobacke, Oberschenkel. Wer merkt im Unterrücken was Unangenehmes, bitte Beine leicht öffnen, dass ihr hier den Becken noch mehr kippen kann und den Unterrücken schön frei haben. Nicht zusammengequetscht, Unterrücken und Nacken. Ne? Schön lang. Blick auf die Matte. Arme an dem Oberschenkel. Habt das Gefühl, ich creme euch ein. Hebkopf, Brustkorb, Schulter. Und atmen wieder runter. Und Bauchnabel stark zur Wirbelsäule. Pelvis und Hüfte sind am Boden. Bauch ist schön fest. Pobacke auch. Und hier bleiben Arme lang. Arme zusammen. An die Oberschenkel wie ein Pfeil. Sehr hoch ist nicht im Sinn der Sache. Sehr lang. Lange Rücken, lange Beine. Dann beide Arme bleiben. Nicht zu tief. Da sind meine Schulter in die Höhe von meiner Schulter. Und eben beide Beine. Und wieder runter. Nur leicht. Nicht. Das war jetzt schrecklich, ne? Bitte nicht nachmachen. Und nach viermal bleiben Sie in dieser schönen Position und schwimmen. Arm und Bein. Immer an den Bauchlage, bitte in die Restposition. Beide Hände an die Rippen. Rund im Rücken. Und schön entspannen. Oberrücken, Unterrücken und Gesäß. Wer ein kleines Problem hat mit Knie, diese Restposition ist auch hier möglich. Ich nehme die Ferse, Kopf hier runter. Kann sein, dass die Kniebeugung nicht so toll ist nach einem Knie-OP wie ich zum Beispiel. Es ist dann unangenehm und man sollte da entspannen. Wir gehen in den Vierfüßler. Weiter für die Hüfte. Erstmal machen wir kurz mal die Knie hoch. Und platzieren wir uns schön in den Vierfüßler. Handgelenk, Ellbogen, Schulter auf eine Linie und 90 Grad Winkel. Und noch Knie heben und senken am Boden oder nur senken kurz vor dem Boden. Das ist dann da leichter. Und wenn wir nur Knie runter und hoch, wie ich jetzt mache, ein Tick schwieriger, aber nicht unmöglich. Und Knie am Boden, Füße lang. Leichtere Übung ist, Knie geht auf und zu. Der heißt im Doggy. Bauch weiter fest, lange Wirbelsäule. Dem Easy Doggy, also leicht, ohne Bewegung im Becken, im Rücken, in der Schulter. Einzig schwieriger. Rechter Arm lang und zeige ich viermal. Viermal rechts, dann selbstverständlich für euch. Viermal links oder acht. Einzig schwieriger. Und die Krönung von Hüfteübung.
sehr schwierig, ne? Das ist jetzt eine Steigerung. Wir können die Knie heben und weiter dem Doggy. Jetzt dürfen Sie auf Pause drücken und alles rechts und links testen. Handgelenk ein bisschen. Dann eine schöne Planke. Es entspannt die Handgelenke. So. Und leicht wippen vor. Und rück. Ich gehe wieder auf die Mitte von meiner Matte. Weiter für die Hüfte heute. Kniebeugen und versucht Richtung Schulter ohne Bewegung im Bauch in die Wirbelsäule. Und Restposition. Und langsam hier hoch abrollen, wenn wir ein bisschen Dehnung hier brauchen. Beide Hände an die Oberschenkel und wir wippen leicht zurück. Und anatmen. Achtung, ich gehe nicht hierher. Hein? Becken kippt, neutral Position. Hier schön halten und nach hinten, nach vorne. Achtet schön auf die Parallelität. Ne? Wer mehr möchte und braucht, hier möglich und auch die Ellbogen beugen. Es ist aber extrem. Ne? Soweit ihr etwas hier schön angenehm spürt und den Becken fest habt, es ist eine sehr gute Übung. Hm? Dann zeige ich eine letzte kleine Übung. Beide Füße zusammen oder übergekreuzt. Wir strecken die Beine und werden wir jetzt, Achtung, heben, Rippenteile, Hüfte. Und langsam abrollen. Und Arm, ich ziehe mich hoch, weiche Arm über dem Kopf und zurück. Achtmal sind möglich, wer merkt, es ist sehr schwer, beide Füße an einen Schrank, an die Wand, klappt auch. Schön ein bisschen Schubel darf man. Und von dort, so kann man auch die Seite wechseln, ohne am Boden zu plumpsen. Ne? Es ist schon schwer genug, hochzugehen. Und da wäre möglich, die Übung zu wiederholen. Jetzt bin ich nicht mehr auf meiner Matte. Hopp. Genau. 4 bis 8 Mal. Hüpp. So, ich hoffe, ihr hattet viel, viel Spaß. Klicken Sie auf alles, was wir in der Karius Vital für euch vorbereitet haben. Bitte gesund bleiben, wenn manche Übung irgendwo unangenehme Schmerzen, bitte nicht tun oder noch einmal auf die Korrektur hören. Ich wünsche euch wirklich gesund zu bleiben. Werde mich freuen, wenn wir uns bald wiedersehen. Also, und liebe, liebe Grüße von dem ganzen Team von Karius Vital. Einen schönen Tag noch. Au revoir.